und kostet 180 €. Oh ne, Leute, vergesst es mit der Reparatur. Ich sehe es gerade. Ich glaube, hier, das kriegt man nicht mehr repariert. Schaut mal, der sieht mir so ein bisschen weggeschmort aus. Hi Leute und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin unterwegs mit meinem Schraubermobil. Mein Chefingenieur sitzt drin. Ah, der kommt jetzt schon. Ja, Schrauber und Tour. Werkzeugkoffer in der Hand und ja, wir haben was zu erledigen, das habt ihr ja auch schon im Bild gesehen. Wir wechseln die Backup-Batterie. Kennt ihr das Problem? Backup-Batterie wechseln, ja, Backup-Batterie defekt. Ich zeige euch das gerade mal im Kombi-Instrument. Was passiert? Also da funktionieren dann auch verschiedene Systeme nicht. Und wir schalten mal die Zündung ein und da... So... Einmal kurz starten. Mal gucken, ob ein Fehler rausgibt. Dafür muss ich mal gerade die Tür zumachen. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Start, Stopp. Ist nämlich deaktiviert. Kann er nicht, weil die Backup-Batterie nämlich kaputt ist. Und das ist übrigens auch schon das neue Teil. Ich hätte nicht gedacht, dass es so aussieht. Ich dachte, das ist eine richtige Motorrad-Roller-Batterie oder sowas. Ach, da steht's. Backup-Batterie-Störung, Leute. Da hat es gerade gestanden. Ja, ihr habt es gesehen. Ich habe nicht drauf geachtet. Naja, die Sache ist, die muss jetzt auf jeden Fall neu. Sonst, da. Boah. Da war es schon wieder. Die muss auf jeden Fall neu. Das hat angefangen im Sommer, also vor, ich sag jetzt mal, vor 4 Monaten hat das Ganze angefangen. Und da kam immer nur so ein Piep. So als wenn man nicht angeschnallt oder so. Da kam so ein Piepen und die muss gewechselt werden. So, jetzt fragt ihr euch, wo ist denn das Ding? Ich zeige euch gerade mal, wo das sitzt. Denn es ist an den verschiedensten Orten bei den Autos verbaut. Bei diesem Auto ist es an einer Stelle verbaut. Da war ich schon mal dran. Und zwar hier im Fußraum. Dahinter sitzt nämlich auch gleichzeitig der Subwoofer und ja, und da ist, warte, da müssen wir den Teppich mal gerade umklappen. Ich mache das mal mit zwei Händen, so kriege ich das, eine Hand Kamera und so, geht nicht. So, diese Abdeckung, die muss hier erstmal abmontiert werden. Da ist eine Schraube, hier unten ist eine Schraube und dahinter sitzt das wohl irgendwo. Oder ist das doch da? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es vielleicht sogar da in der Ecke sitzt. Naja, wir nehmen erstmal alles auseinander und dann schauen wir uns das genau an. Da ist der, guckt euch das an. Da ist das Teil. Auch sogar nur mit einer Batterie. Gut, wichtig ist jetzt, also ich ziehe auf jeden Fall den Schlüssel ab. So. Damit, keine Ahnung, vielleicht ist es besser. Thank you.
So Leute, fertig. So, und jetzt schauen wir noch mal aufs Kombi-Instrument, ob es einen Fehler gibt. So, einmal die Zündung an. Wir warten kurz, ob er hier was sagt. Und ich sehe gar nichts bis jetzt. Aber wir machen es wie gerade. Starten einmal. So. Tja, Leute. So ein kleines Teil. Wofür soll das sein? Na, jetzt habe ich das verdeckt. Aber bis jetzt kommt kein Fehler. Jetzt drücke ich mal hier diese Start-Stopp-Geschichte. Zeigt immer noch gelb an, aber das liegt ja nicht daran. Dafür gibt es nämlich eine andere Batterie, die zeige ich euch gleich. Wenn ich die finde, ich weiß selber nicht, wo die sitzt. Auf jeden Fall kommt schon mal kein Fehler mehr mit Backup-Batterie wechseln oder leer oder sowas. Ja, machen wir uns mal auf die Suche. Ich glaube, entweder Kofferraum oder Motorraum wird diese, das ist wie so eine Rollerbatterie. Die werden wir heute nicht wechseln, aber das wird der Grund dafür sein, warum Start-Stopp nicht funktioniert. Let's guck zusammen. So Leute, ich habe mal hier Batteriekasten aufgemacht und wir haben hier einfach nur die Standardbatterie. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe gerade mal die Suchmaschine aktiviert und nichts gefunden. Also es gibt Fotos, wie das hier vorne bei der Batterie mit dabei ist oder im Fußraum, aber bei dem Auto ist das nicht. Im Kofferraum habe ich gerade geschaut, da ist nur ein Sicherungskasten, ist nicht. Egal, deswegen sind wir erstmal nicht hier. Ich schätze ganz einfach mal, wenn ihr es wisst, schreibt es einfach unten, wo ist beim aktuellen W205 die Start-Stopp-Batterie, wenn er denn eine hat, weil kann sein, dass das alles über die eine geht. Egal, wir holen jetzt erstmal das Diagnosegerät, fragen den Fehlerspeicher aus und ja, löschen natürlich vorhandene Fehlerspeichereinträge. Lass uns mal damit starten. So, Diagnosegerät gerade mal angeschlossen, schauen wir uns das mal an. Und zwar gehen wir auf die Fehlersuche und wir suchen uns mal das richtige Fahrzeug aus. Hallo. So, Mercedes. Es gibt nämlich noch Mercedes-LKW, muss man aufpassen. So, automatisch Fahrzeug erkennen, das ist die geile Sache dabei. Und dann sagen wir einfach mal einlesen. Hat er gefunden, okay, und wir sagen okay, man könnte jetzt hier gucken, ob das alles hier passt, ja, und wir machen hier die Diagnose. Der soll erstmal einfach, ganz einfach alles auslesen, was er so findet. Speicher auslesen ist durch und wir checken das mal. So, zack, und wir schauen mal, was hat der Motor für Probleme. Dann gucken wir mal Fehler kurz. Das dauert aber alles echt lange hier bei diesem Auto. Diese ganze Ausleserei. Das ist ja unfassbar. Aber gut, schauen wir mal. Was hat er? Stellgeld ist blockiert. Kurbelgehäuseentlüftung. Anstellung des Ventils für Ölpumpe im Verbrennungsmotor hat einen elektrischen Fehler.
oder Unterbrechung. Wow, das hört sich, ich habe keine Ahnung, was das für Fehler sind. Das ist aktuell, das ist gespeichert. Aber das hört sich auf keinen Fall gut an. Ich hätte gesagt, Fehler löschen und beobachten, ob der Fehler nochmal kommt. Na, hier hat er schon gesagt, dass der Fehler immer noch da ist, weil da ein Fehler liegt wohl die ganze Zeit an. Alle beide sogar. Ich weiß nicht, womit das hier zu tun hat. Das muss man sich einfach mal ein bisschen recherchieren, was das sein kann. Kriege ich auf jeden Fall nicht gelöscht. So, dann gucken wir uns das nächste Steuergerät an. Ja gut, das dauert echt lange. Ich verkürze das Ganze jetzt mal und werde nur noch die wichtigen Sachen euch zeigen, was ich gleich da vielleicht finden werde. Vielleicht finden wir was mit der Backup-Batterie. So Leute, ich habe mal den Fehlerspeicher hier so ein bisschen durchwühlt. Also wir haben noch einen Fehler im Zündschloss, sonst haben wir nichts. Dann haben wir hier Vordertür links, Vordertür rechts, Fronttür links und Fronttür rechts. Ja, da habe ich auch schon die Lösung dafür, warum die Fehler hier drin sind. Aber mit dieser Backup-Batterie ist hier gar nichts. Ist sie vom Bäcker gekauft? Und ja, wir hätten jetzt noch das Zündschloss, aber das dauert echt ewig, um das hier alles auszulesen. Ich kann jetzt hier schnell löschen, dann löscht er alles und wir müssen dann beobachten, ob die Fehler da sind. Das mache ich jetzt auch. Zack, und ich zeige euch mal, warum die Türen Fehler haben. Und zwar sind hier so LED-Dinger eingebaut, die ein Logo auf dem Boden drauf leuchten. Und die verbrauchen wohl zu wenig Strom und da denkt das Steuergerät, dass die Lampe kaputt ist. Der Fehler selbst, also der ist im Fehlerspeicher, macht aber so keine Probleme. Also es gibt keine Funktionseinschränkung und die Lämpchen funktionieren auch. Weil häufig ist es so, wenn da zu wenig Stromverbrauch ist, dann denkt das Steuergerät, die Lampe ist kaputt oder so. Dann schaltet es das ab. Nein, es funktioniert ganz normal. Ne? Einfach nur Fehler im Fehlerspeicher. Also Leute, ich habe die Batterie, Backup-Batterie auch für euch mal aufgemacht. Und wir wollen mal schauen, was da drin ist. Also ich hätte jetzt vermutet, da sind so irgendwelche kleinen Batterien drin, die man wie in einer Uhr, ne? Weil ist ja halt Backup. Und oh, wow, schaut euch das an. Wow, Kondensator, oh, wow, Chips, Prozessoren, alles mögliche drauf. Dann haben wir hier ohne Ende Kondensatoren. Ich sehe keine Batterie, aber es sieht mir aus wie hochwertige Bausteine. Oh, da haben wir den Übeltäter. Leute, ein Kondensator ist aufgegangen. Schaut euch das mal an. Der Kondensator ist aufgegangen. Aber der ist richtig aufgegangen. Guck mal, wie hoch der ist. Der ist unten aufgeplatzt, oben aufgeplatzt. Der ist kurz vorm Platzen. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, Leute, das Teil ist richtig teuer. Normalerweise, wenn man das Gehäuse jetzt nicht zerstört hätte, also wenn ihr euch das selber macht, ne, guckt, dass ihr das Gehäuse heile aufkriegt. Es ist sowieso im Trockenraum. Und dann haben wir hier die Kenndaten von dem Kondensator. Diesen eigentlich neu bestellen, umlöten. Und dann läuft das wieder, weil 1, 2, 3 sind in Ordnung. Ich hätte natürlich alle 4 neu gemacht, wenn ich dann mir das reparieren würde, weil ich sehe, der ist hier auch schon so ein bisschen höher. Ein halb Millimeter oder so, der geht auch schon langsam offen. Aber der hier, wenn man den neu macht, da habt ihr die Backup-Batterie wieder heile. Dann läuft das wieder. Ja, das ist auch ein Kondensator, das ist ein Elko-Kondensator, da ein Elko, hier ein Elko. Also das ist echt ein total einfaches Teil, bis auf das hier. Und kostet 180 Euro. Oh, ne Leute, vergesst es mit der Reparatur. Ich sehe es gerade. Ich glaube, hier, das kriegt man nicht mehr repariert. Schaut mal, der sieht mir so ein bisschen weggeschmort aus. Was sagt ihr dazu? Sieht nicht gut aus. Ist aber manchmal so, dass das ein Standardbauteil ist, dass man dieses auch umbauen könnte. Aber der ist mit Sicherheit verantwortlich dafür. Oder der geht mit kaputt, wenn so ein Kondensator kaputt geht. Einfach nur aus Sicherheit. Naja, auf jeden Fall. Kondensator und wahrscheinlich auch dieser kleine Prozessor hier im Arsch. Dieser kleine Prozessor hier kaputt. Ja, okay. Haben wir das auch schon mal diagnostiziert, Leute? Also sowas habe ich auch bis jetzt noch nicht gesehen. Echt cool, dass ich mir mal so einen Einblick da rein verschaffen konnte. Das ist echt sagenhaft. Ja. Das war's in diesem Video, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen vielleicht bei der Reparatur helfen oder bei der Durchführung oder was macht man, wenn man so ein Problem hat. Diese Teile, mega teuer, kriegt man so auch nirgendwo im freien Markt oder sowas. Das Teil selbst, ja, 180 Euro.
muss man leider in den sauren Apfel beißen, um den neu zu machen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst auf YouTube. Tschüss, euer Schrauber.